Sachsen-Lotto informiert. Gute Taten in Sachsen. Wir sind diesmal im Olympiastützpunkt Kanu in Leipzig an der Weißen Elster. Hier treffen wir auf Tina Dietze. Tina Dietze hier ganz entspannt auf der Weißen Elster. Hallo, schön, dass du für uns Zeit hast. Hallo. Wenn man sich so umschaut, man will es kaum glauben, das ist tatsächlich jetzt hier dein Trainingsareal, auch für Olympia. Sag mal, wie sieht so ein Training bei dir aus? Ja, also ein Trainingstag an sich ist so, dass wirklich bei mir um 6 halt der Wecker klingelt, weil wir um 7.30 Uhr halt schon wieder die erste Einheit halt quasi auf dem Plan stehen haben. Dann sind wir auch froh, wenn wir zeitig vom Wasser runter sind, wie man es halt hier sieht. Es ist viel Verkehr, viele, die halt wirklich auch so in der Freizeit gerne paddeln. Ja, wie gesagt, 7.30 Uhr erstmal 90 Minuten halt lang hin. Das kann man ungefähr so vergleichen wie 90 Minuten Ausdauerlauf. Ungefähr eine Stunde Pause, dann geht es nochmal für 90 Minuten in den Kraftraum. Eine etwas längere Mittagspause und nachmittags auch nochmal quasi. Nochmal aufs Wasser, die dritte Wassereinheit vielleicht auch schon. Wie viele Stunden hat denn so eine Trainingswoche? Ja, also so eine Trainingswoche an sich hat schon 20 bis 24 Stunden, also als reine Belastungszeit halt einfach. Und dann halt auch Samstag und Sonntag, gerade dann im Trainingslager. Da gibt es dann ein, zwei Tage schon mal ein bisschen frei, aber dann ja, 4 Einheiten am Tag, das ist schon sehr anstrengend. Also wir sehen, du bist super gut drauf, wir wünschen dir alles Gute. Lukas Flühmann von der Deutschen Sporthilfe ist extra nach Leipzig gekommen, von Frankfurt angereist, um mit Tina Dietze jetzt zu sprechen. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Wie wird denn letztendlich Tina unterstützt durch euch? Also Tina ist seit mittlerweile 10 Jahren bei uns in der Sporthilfe. Sie hat den Schritt geschafft mit 16 Jahren. Da ist sie in den C-Kader aufgenommen worden und auch in die Sporthilfe aufgenommen worden. Hat dann den Schritt in die Nachwuchseliteförderung geschafft. Da sind die besten Talente drin und ist mittlerweile in der Eliteförderung, wo wirklich die Besten der Besten von uns gefördert werden. Ja, und wiederum, welche Unterstützung bekommt die Deutsche Sporthilfe? Die Sporthilfe, ja, die generiert ihre Einnahmen durch Fundraising und durch Spenden. Und ein ganz wichtiger Baustein ist die Glücksspirale, die seit über mehreren Jahrzehnten für uns Gelder generiert, wo wir total dankbar für sind. Eine wichtige Säule. Die Glücksspirale wird in Sachsen von der Sächsischen Lotto GmbH angeboten. Damit ist auch diese Verwendung der Reinerträge ganz im Sinne des § 10 des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag. Dieser bestimmt, dass die Reinerträge der staatlichen Lotterien und Wetten im Freistaat gemeinnützig in den Bereichen Suchtprävention, Sport, Kultur und Wohlfahrtspflege sowie Umwelt eingesetzt werden. Das war die aktuelle Folge von Gute Taten in Sachsen und in 14 Tagen gibt's dann die nächste Folge für Sie. Sachsen-Lotto informiert. Gute Taten in Sachsen.